Okay. So, also nochmal. Schönen guten Morgen allerseits. Herzlich willkommen heute zum Market Report Webinar. Wie immer, bevor wir starten, kleiner Risikohinweis. Ja, Trading ist mit finanziellen Risiken verbunden. Das kann zum Totalverlust führen. Bitte immer nur mit Geld traden, was ihr euch leisten könnt, zu verlieren. Ja, ganz wichtig, die Analysen, die ich hier heute zeige, die repräsentieren rein meine subjektive Meinung, sind bitte nicht als Anlageberatung zu verstehen, sind keine Empfehlung, ein Produkt zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten. Solltet ihr Trades umsetzen, macht ihr das definitiv auf eigenes Risiko und wie immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich in dem ein oder anderen Wert hier selber Positionen halte oder plane, Positionen aufzubauen. Okay, gehen wir in den Newsletter von heute. Facebook scheint hier nicht zu funktionieren. Gut. Alles klar. Okay, also werfen wir einen Blick auf die Währungen. Hier fällt ganz klar auf, wer der große Vorreiter in der letzten Woche war. Und zwar war das der Dollar-Index. Zum Dollar-Index habe ich am Freitag einen großen Artikel veröffentlicht im Devisen 100 für die Premium-Nutzer aus dem Devisen 100. Wer da vielleicht mal reinschauen will, der kann über die Finanzen 100-Seite ein Probeabo machen bei Devisen 100. Da habe ich ziemlich genau die Erwartungen hinterlegt, die wir für den US-Dollar haben für die nächsten Wochen und Monate und habe das auch alles fundamental begründet. Da gehen wir inzwischen von deutlich weiter steigendem US-Dollar aus, sind auch dabei zu versuchen, in eine langfristige Position reinzukommen. Da hätten wir aber gerne noch ein kleines Retracement. Das ist da auch alles beschrieben. Ja, also schwach waren natürlich dann auf der anderen Seite Schweizer Franken, der Euro, australischer Dollar besonders. Das sind also Dinge, wo man immer darauf achten muss. Ja, vor allem die längerfristige Entwicklung. Na, wenn wir uns den Schweizer Franken anschauen oder auch den japanischen Yen, das waren über die letzten Wochen und auch über die letzten Monate mit Abstand die schwächsten Währungen. Das waren also auch die Währungen, die wir dann überwiegend auf der Short-Seite gehandelt haben. Und jetzt inzwischen ist es so, dass der Dollar sich sehr stark entwickelt hat. Wir haben hier übers Jahr schon 3% positive Entwicklung. Und jetzt macht es natürlich Sinn, auch Positionen gegen den Dollar Short zu gehen, also Dollar Long. Und dann eben die schwächeren Werte gegen den Dollar Short. Das wäre dann zum Beispiel ein US-Dollar japanische Yen auf der Long-Seite oder ein US-Dollar Schweizer Franken auf der Long-Seite. Bisher hatten wir das eher so gestaltet, dass wir dann die tendenziell stärkeren Werte gekauft hatten. Wir waren also Kanadisch-Dollar japanische Yen auf der Long-Seite, Britisch-Pfund japanische Yen auf der Long-Seite, Kanadisch-Dollar Schweizer Franken auf der Long-Seite und so. Und jetzt im Moment sind wir da so ein bisschen in einem Shift. Und wir sehen halt für die nächsten Wochen ganz gutes Potenzial für den US-Dollar. Okay, Indizes, ja, war eine sehr, sehr volatile Woche. Wir haben nur einen Index, der hier über die Woche aber negativ geschlossen hat. Das sind die kleinen Werte, der Russell 2000, also die US-Nebenwerte. Die 2000 kleinsten Werte, die im Russell insgesamt enthalten sind. Die haben deutlich verloren über die Woche.
waren aber auch relativ lange sehr stark und ein klarer Vorreiter. Ne? Man sieht es hier auf die Jahresperformance, da haben wir 12,2% seit dem Beginn des Jahres und über 52 Wochen, also über ein komplettes Zeitjahr, hat sich der Russell hier sogar verdoppelt. Ja, also das, was wir hier sehen, ist auch wieder so ein bisschen noch dieses Umschichtungsspiel, was da momentan läuft. Ja, Dow und S&P insgesamt stärker, Nasdaq und Russell etwas schwächer. Ja, da finden also immer noch Umschichtungen statt, was eben auch normal ist. Ja, wenn wir uns den Nasdaq anschauen auf 52 Wochen, da sind wir auch über 70% gestiegen. Und jetzt seit Anfang des Jahres sind wir hier gerade mal in der letzten Woche überhaupt wieder in den grünen Bereich gekommen. Wir waren bis letzte Woche dann nach der größeren Korrektur im Nasdaq noch übers Jahr negativ. Also da weiterhin Umschichtungen. Ja, das, was übers Jahr, abgesehen von den Nebenwerten, die halt sehr gut auch performt haben zu Anfang des Jahres, was hier im Moment raussticht, ist eben der Dow, ja, seit 4 Wochen hier mit 9%, während der Nasdaq nur 2% zulegen konnte. Ja, und das sind so ein bisschen diese ganzen Reopening-Plays, die hier immer noch laufen, zyklische Werte, die weiter positiv performen können. Und ja, das ist wahrscheinlich auch was, was die nächste Zeit erstmal noch so weitergehen wird. So, dann hatten wir hier ein bisschen Entspannung in den Zinsmärkten. Ja, wenn wir uns die 10-Jährigen anschauen, da hatten wir ja über die letzten Wochen immer wieder auf die steigenden Renditen hingewiesen. Die waren teilweise schon über 1,7%, haben sich jetzt wieder so im 1,6er-Bereich eingependelt. Ne? Notes leicht gestiegen, Bonds leicht gestiegen über die Woche. Das bedeutet auf der anderen Seite halt, dass die Renditen dann ein bisschen zurückgekommen sind. Das wird auch einer der Gründe sein, warum sich die Märkte dann am Ende doch noch stabilisieren konnten. Und bis Donnerstag auf den frühen Nachmittag hatten wir eine extrem schwache Handelswoche. Und am Donnerstagnachmittag hat das Ganze dann ja, gedreht, mehr oder weniger. Da war viel Verunsicherung drin. Ich habe es auch im Newsletter nochmal im Anschreiben separat drin. Da war also viel Unsicherheit in den Märkten aufgrund der Reden von Powell und Yellen. Und dann natürlich auch am Donnerstag die erste große öffentliche Pressekonferenz von Biden. Da ist halt viel angesprochen worden aus den Bereichen, die sehr viel Unsicherheit am Markt verursacht haben. Also Impffortschritt, Impfprozesse, Impfpläne, wie geht es da weiter, was ist da geplant? Da hat er sehr sportliche Ziele, die er aber anscheinend auch alle erreicht. Ja, also in Amerika läuft der Impffortschritt extrem gut. Die sind sehr, sehr schnell dabei, impfen mehrere Millionen am Tag. Da können wir nur von träumen, von solchen Zahlen. Aber naja, wer weiß, vielleicht geht es bei uns auch irgendwann ab Mitte des Jahres dann mal ein bisschen schneller. Aber Amerika verhält sich da extrem gut für die eigene Bevölkerung, ist da sehr, sehr stark dabei. Und eben auch Themen wie die Steuerpläne sind angesprochen worden und so. Und da ist doch ein bisschen Verunsicherung aus dem Markt genommen worden. Und entsprechend haben wir am Freitag einen starken Aufwärtstag gesehen. Sehr viele von den großen Standardwerten, die in der letzten Zeit auch deutlicher abverkauft worden waren, wie PayPal, Square, die sind dann eben sehr, sehr gut gelaufen am Freitag, haben gute Performances gemacht. Und das ist natürlich positiv. Ja, also so ein Wochenschlusskurs, wie wir ihn jetzt gesehen haben, ist positiv. Wir werfen ja gleich mal einen Blick auf den Chart vom S&P. Es ist davon auszugehen, dass die Kurse mittelfristig noch weiter steigen können. Ja. Okay. Ja, Gold recht unverändert, Silber etwas deutlicher im Minus. Zum Gold habe ich auch ein bisschen was noch geschrieben im Newsletter. Habe da auch eine ganz interessante Grafik drin über die Goldnachfrage in den ganzen letzten Quartalen. In welchen Bereichen die gestiegen ist, in welchen Bereichen die gefallen ist. Und das, was da eigentlich das Wichtige ist, das ist eine Studie, die jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist von Refinitiv, auf die ich mich da beziehe. Da ist festgestellt worden, dass schon im dritten Quartal 2020 die Zentralbanken zum ersten Mal seit über 10 Jahren Nettoverkäufer im Gold waren. Ja, es ist also immer
akkumuliert worden, die Bestände sind akkumuliert worden. Und im dritten Quartal 2020, wo die Preise ja auch noch sehr hoch waren, da stand Gold ja auch zum Teil deutlich über 2000 Dollar, sind also diese hohen Preise genutzt worden, um Goldbestände zu verkaufen. Wahrscheinlich, ich vermute das, dass das bei den Zentralbanken einer der Hauptgründe ist, die hohen Kosten eben auch für die Notenbanken aufgrund der Covid-19-Pandemie irgendwie zu stemmen. Ja, da ist also dann ein bisschen was von den Goldbeständen, die da waren, zu Cash gemacht worden, um das dann anderweitig zu verwenden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Goldmarkt insgesamt unter Druck gekommen ist. Und dadurch, dass der Goldmarkt unter Druck gekommen ist, sind dann auch die ETF-Käufe zurückgegangen. Und das sind so eigentlich die beiden größten Posten, die wahrscheinlich ja für diese Jahresperformance hier im Gold von -9% verantwortlich sind. Und wenn wir uns das noch ein paar Wochen dann zurück anschauen, dann sehen wir ja, dass das auch schon ein paar Wochen länger geht. Und wir sind also ja inzwischen von deutlich über 2000 Dollar runter auf zeitweise unter 1700 Dollar. Das sind also über 15%, die Gold da vom Hoch schon runter ist. Und das ist eben der Grund dafür, warum die Kurse da fallen. Ja, es war schlicht die Nachfrage nicht mehr da und große Player wie eben die Zentralbanken sind zu Nettoverkäufern geworden. Das wirkt sich natürlich dann auf alle Edelmetalle aus, besonders eben mit auf Silber. Ja, Silber ist ja prinzipiell, hängt so ein bisschen am Gold dran, läuft mal etwas besser, läuft mal etwas schlechter, aber läuft immer deutlich volatiler, hat also höhere prozentuale Schwankungen und ist dem eben deswegen auch im Laufe der Woche jetzt doch deutlicher unter Druck gekommen. Ja. Wir hatten in der letzten Woche ein Long-Setup im Gold vorgestellt, das ist nicht getriggert worden, da gab es also gar kein neues Hoch mehr. Jetzt habe ich in dieser Woche ein Long-Setup im Silber, würde das aber eben aus den genannten Gründen, weil ich auch nicht glaube, dass sich da fundamental viel ändert im Moment und wir ja auch gerade gesagt haben, für den Dollar erwarten wir eher noch eine weitere Stärke. Dollarstärke wirkt sich immer negativ aus auf den Gold- und auf den Silberpreis, überhaupt eigentlich auf die Rohstoffpreise, aber bei Gold, Silber und Öl ist es besonders stark, die Auswirkungen. Und dementsprechend ist das also nichts, was ich hier momentan umsetzen will und ich habe es also auch hier im Newsletter nicht drin. Aber jeder, der eben das Masterclass-Set, dieses Masterclass-Add-on hat, der kriegt ja die Signale angezeigt. Also ihr solltet alle ein Long-Setup im Silber haben von der letzten Woche, aber wie gesagt, ich werde das nicht umsetzen. Ja. Okay, was haben wir noch? Kupfer ist ein bisschen seitwärts gelaufen hier, ne, mit -0,6, aber wenn wir uns die Performance der letzten Wochen anschauen, hier 14% in 4 Wochen, das ist deutlich und da darf man dann auch ruhig mal ein bisschen Verschnaufpausen einlegen, aber ich glaube nicht, dass wir hier schon am Ende der Fahnenstange sind. Ja. Okay. Crude Oil hat ein bisschen verloren wieder. Ja, hängt sicherlich damit zusammen, dass es da von politischer Seite auch ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Ja, Russland stellt sich ein bisschen quer bei den Förderungen. Ähnliches sehen wir in Arabien. Wie die Amis sich verhalten, das ist schwer zu beurteilen, das wissen wir noch nicht so wirklich. Das wird sich zeigen in den nächsten Wochen, wie es da mit den Fördermengen aussieht, ob die auch wieder ein bisschen aufstocken. Das sollte insgesamt alles auf den Preis drücken. Genauso der starke Dollar, der sollte auf den Preis drücken. Also ich bin beim Crude Oil, schauen wir ja gleich noch auf den Chart, bin ich hier nicht so positiv eingestellt. Heating Oil sieht ganz ähnlich aus vom Chartverlauf her, bin ich aber doch etwas bullischer. Da haben wir heute auch ein Setup noch drin. Und die anderen Märkte, die habe ich jetzt für diese Woche nicht so auf dem Schirm gehabt. Natural Gas hatten wir ja in der letzten Woche schon eine Position aufgebaut. Da gab es ein Long Setup und auf dem Tageschart, das ist getriggert worden. Da hat sich der Future auch sehr, sehr gut verhalten. Ja, ist diese Woche über 3% gestiegen. Also die Position ist deutlich im Gewinn. Und Benzin ist etwas, was ich sowieso relativ selten trade und von daher auch gar nicht immer so eng auf der Uhr habe. Ja, bei den Agrarrohstoffen sehen wir insgesamt eher den starken Dollar, der hier die Auswirkungen hat. Wir haben im Bereich der Softs hier ein bisschen stärker korrigiert. Sugar hatten wir ja auch Short-Setups. Auch im Cotton, in Baumwolle,
gab es letzte Woche ein schönes Short-Setup, nur ich kann halt in den Newslettern nicht immer alle Setups zeigen. Ja, wir haben hier immer Platz für zwei Stück. Wer da gerne mehr sehen möchte, einfach mal auf die Seminarseite schauen. Da ist ja Ende April, ist wieder Seminar. Oder vielleicht mal einen Blick werfen in das Masterclass-Add-on. Also jeder, der einen Agena-Trader hat, der kriegt das Add-on ja für 2 Wochen auch kostenlos zum Testen. Kann man direkt über die Plattform beantragen, also in 2 Wochen-Key. Dann kann man da auch mal reinschauen, wie da die Signale generiert werden. Also da hatten wir, wie gesagt, in der letzten Woche zum Freitag ein Short-Setup in Baumwolle und das hat sich auch sehr, sehr gut entwickelt mit über 5% Kursverlust in der letzten Woche. Also auch das deutlich im Gewinn und ähnlich gut sieht es aus bei diesen mittelfristigen Short-Setups, die wir im Zucker hatten. Ja. Okay, werfen wir einen Blick auf die Charts. Im Gold, das, was hier ganz klar dominant ist, wo man auch gar nicht groß drüber nachdenken muss, das ist dieser übergeordnete Abwärtstrend, der hier im Wochenchart läuft. Ich zeichne hier einfach mal die letzte Sequenz aus dem Wochenchart ein. Ja, also das ist ein ganz, ganz vorbildlicher Abwärtstrend. Wir müssen jetzt natürlich als Händler immer schauen, wo haben wir die nächsten Widerstandsbereiche, ja, bis wohin könnten Korrekturen laufen. Und das ist im Gold jetzt einmal hier natürlich dieses Tief. Ja, bis in diesen Bereich könnten wir gehen. Das ist auch der Bereich, den ich in der letzten Woche als möglichen Retracement-Bereich angegeben hatte. Und das Zweite, was hier natürlich immer wichtig ist, ja, das ist der Jahresdurchschnitt und der liegt im Moment so bei 18,60. Ja, und wenn man diesen Abwärtstrendkanal hier einfach mal fortsetzt, ja, nach unten, und würde sich jetzt die möglichen Retracements anschauen, dann haben wir als bärischste Variante eben dieses hier, ja, dass wir wirklich nur bis zum ersten Bereich laufen und dann eben den unteren Bereich hier auch wieder testen. Da ist dann das große Kauflevel, der große Support, der liegt hier eben an dieser Stelle, wo wir hier schon mal gedreht haben. Ja, das hatten wir ja vor 2 Wochen auch gesagt. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Kaufbereich, ganz wichtiger Unterstützungsbereich. Der ist hier unten auch nochmal eingezeichnet, hier in grün. Der hat gehalten bisher. Das wird so ein bisschen das entscheidende Level sein. Sollte dieses Level brechen, dann können wir uns ganz schnell hier unter $1,500 im Gold wiederfinden. Und wir sehen natürlich die Tendenz auch hier auf dem Weekly. Da ist also seit diesem Ausbruch unter die Tiefs hier, ja, seit diesem Ausbruch ist hier auch der Görschtrend klar negativ. Also seit ungefähr $1,800 sind wir hier auch im Görschtrend negativ. Da waren also schon über $100 mit zu verdienen. Und wenn wir uns den Daily anschauen, ja, da sind wir hier sogar schon seit dieser ersten dynamischen Kerze, die wir hier noch im Dezember gesehen haben. Ja, seit diesem Bereich sind wir hier ganz klar auf der Short-Seite und hier war so dieses Drehlevel so ungefähr 1840, ja, $1,840 und auch da sind wir also im Trendindikator hier nochmal locker $140 runtergekommen. Ja. Dieser Trendindikator ist übrigens auch im Masterclass Add-on enthalten. Wer also einmal das Masterclass kauft, der hat dann auch Lifetime diesen Trendindikator hier mit drin. Ja, und das, was ich gerade noch zeigen wollte, wenn wir also hier diese Abwärtstrendlinie verlängern, na, und schauen nochmal auf den Jahresdurchschnitt. Ja. Wenn der Kurs jetzt hier noch ein bisschen seitwärts läuft, dann wird er sich auch seitwärts bewegen, vielleicht noch leicht weiter nach oben kommen und dann wäre also die bullischere Variante der Retracements, die würde dann vielleicht so aussehen, ja, dass wir hier wirklich nochmal so in den Bereich 18,60 kommen. Aber im Moment schaut es nicht danach aus, als hätte Gold hier irgendwie die Kraft, deutlich höher zu laufen, als vielleicht noch hier so bis in diesen 1750er, 1760er Bereich. Ja, fundamental scheint sich nicht viel verändert zu haben. Die Nachfrage kommt nicht so wirklich in Schwung. Und was natürlich auch immer so ein bisschen negativ ist für den Goldpreis, ist halt ein steigender Bitcoin-Preis. Der ist ja deutlich angestiegen über die letzten Monate. Ist noch gar nicht so lange her, da waren wir noch unter $10,000. Inzwischen sind wir deutlich über $50,000 und da stabilisiert sich das Ganze also auch.
da ist natürlich damit zu rechnen, ja, wenn ein Teil, also immer mehr Großinvestoren, auch immer mehr Bankhäuser gehen also dazu über, ihren guten Kunden auch Möglichkeiten zu bieten, in Bitcoins zu investieren, ja, sei es mit Bitcoins, Bitcoin-ETFs oder über den Future oder auch als Direktinvestment. Wir haben immer mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit für diese Produkte. Ja, PayPal war da so ein bisschen der Vorreiter und hat halt angekündigt, Bitcoin mit reinzunehmen. Visa führt das Ganze fort. Bei Tesla kann man wohl seit der letzten Woche seinen Tesla auch in Bitcoin bezahlen. Und es wird halt immer mehr. Micron hat große Bitcoin-Bestände gekauft, soweit ich das gelesen habe. Es wird also immer breiter akzeptiert und das sorgt natürlich für eine steigende Nachfrage. Und jetzt haben wir dann eine steigende Nachfrage, die auf einen sehr, sehr engen Markt trifft. Und das geht typischerweise eben mit Preissteigerungen einher. Ja. Und am Ende ist es so, je höher die Preissteigerungen da werden, umso attraktiver wird das Ganze natürlich auch für Investoren, die sagen, hey, vielleicht löse ich mal einen Teil meiner Goldbestände auf und packe einen Teil davon in Bitcoin. Ja. Weil es eben auch irgendwo ein Value ist und anscheinend eine deutlich höhere Preissteigerung generieren kann. Natürlich auch unter einer höheren Volatilität. Ja, ist klar, das geht immer Hand in Hand. Es ist tatsächlich eine Alternative geworden, so nach und nach. Und auch das ist natürlich nicht positiv für eine kurzfristige Erholung im Gold, ja, so wie die Situation da momentan aussieht. Okay. Öl. Öl hatten wir ja auf dieses wichtige Level hier hingewiesen. Ja, da gibt es noch ein anderes Level, das ist noch ein bisschen höher, das liegt noch über 70 Dollar. Das hätte auch noch erreicht werden können. Das wird vielleicht auch noch erreicht, keine Ahnung. Im Moment sieht das Ganze so aus, dass wir hier auf dem Weekly Chart so eine sehr steile Bull Flag haben. Ja, was nicht ganz so schön ist, ist, dass wir unter dieses letzte Tief hier schon gegangen sind. Ja, aber das passiert halt einfach mal in Korrekturen, dass die letzten Tiefs hier rausgenommen werden. Nur auf dem Tageschart, wenn wir hier mal auf das Bild rechts schauen und ich mal die Sequenz einzeichne im Tageschart, dann sehen wir, das ist hier schon keine ABC-Korrektur mehr, ja, sondern wir sind in der ersten intakten Sequenz. Wir haben hier inzwischen eine fünffällige Bewegung abwärts. Das heißt, es könnte vielleicht jetzt hier zu einer ABC-Korrektur kommen und dann kann sich das Ganze weiter fortsetzen. Also wir haben durchaus die Gefahr, hier ein Fehlbreakout aus diesem Wimpel nach oben zu sehen, ja, dass wir vielleicht diesen Bereich hier um knapp 63,50, knapp 64 Dollar nochmal testen, bevor es dann weiter abwärts geht. Aber insgesamt hatte ich ja auch in den ganzen letzten Monaten schon gesagt, ich bin einfach fundamental nicht so besonders bullish für Öl. Wir sehen, was im Moment hier das wichtige Support-Level ist. Ja, das ist hier der 50er gleitende Durchschnitt. Das ist diese blaue Linie, die hier läuft. Ja, da finden wir hier immer wieder Käufer in diesem Bereich. Haben ja am Freitag auch recht stark geschlossen. Ne? Sind ziemlich deutliche Kerzen, aber man sieht halt auch die Unsicherheit, die hier regiert. Ja, wir haben eine ganz klar schwarze, also eine ganz klar fallende Kerze, hoch eröffnet, tief geschlossen, am nächsten Tag tief eröffnet, hoch geschlossen, am nächsten Tag hoch eröffnet, tief geschlossen und am Freitag wieder tief eröffnet und hoch geschlossen. Ja. Kann man im Moment nicht wirklich was draus ablesen hier. Wir sehen, dass das von Tag zu Tag wechselt. Was für mich jetzt wichtig oder interessant war, ist, dass diese ursprüngliche ABC-Bewegung, auf die ich ja in der letzten Woche auch schon hingewiesen hatte, dass diese ABC-Bewegung, die hier genau, wirklich punktgenau am 50er gleitenden Durchschnitt hängen geblieben ist, das war so ein bisschen unser Entscheidungslevel in der letzten Woche und haben gesagt, wenn es am Montag hier weiter nach oben läuft, dann haben wir gute Karten, das nochmal zu sehen. Wenn es aber relativ schnell hier scheitert und kommt nach unten und macht ein neues Tief, und das ist also das, was wir gesehen haben, ja, am Freitag hier nochmal eine Korrektur, am Dienstag dann das neue Tief. Das präferiert jetzt für mich eigentlich den Ausbruch hier auf der Unterseite. Na, und die Frage, immer die Gretchenfrage, bis wohin kann es gehen? Naja, ich würde mal sagen, so im ersten Zug, ja, haben wir zwei Bereiche, die hier wichtig sind. Das ist einmal der Bereich um 54, das ist der erste kleine Anlaufbereich. Der größere Bereich, der liegt hier knapp unter 52 Dollar.
Also so sehe ich das momentan. Kann natürlich alles komplett falsch sein, kann sein, wir gehen aus dem Wimpel nach oben raus und testen auch nochmal den 68er bis 70er Bereich. Aber ich kann mir halt im Moment einfach nicht vorstellen, was das bedingen sollte. Ja. Und wenn wir auf den Görsch-Trend gucken, auf dem Tageschart, dann sehen wir eben auch, wir sind vom Hoch hier ganz klar runtergekommen, sind hier in einer Abwärtstendenz, auch abnehmendes Momentum. Und es sieht so aus, als würde noch ein roter Tag hier fehlen, der auch ein neues Tief macht. Und dann sind wir hier auch das erste Mal im Görsch-Trend auf der Negativseite mit der Darstellung. Okay, das also mal zum Öl. S&P 500, ja, super bullisch, nach wie vor, da gibt es nicht viel zu überlegen. Wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier, wir haben im Tageschart hier ganz klar steigende Tiefs und wir haben hier immer wieder das, was wir ja ganz, ganz lange gesehen haben über den S&P, diese typische, ja, Buy-the-Dip-Mentalität. Wenn wir in Richtung des 50er gleitenden Durchschnitts kommen oder auch mal kurz unten drunter schließen, sind sofort wieder die Käufer am Start, die das Ganze wieder nach oben treiben. Ja, und jetzt sah es in der letzten Woche so aus, dass sich hier eine Bullflag entwickelt hat. Das hatten wir in allen möglichen Indizes. Das haben wir auch im Dow gesehen. Im Dow habe ich es gehandelt über Next Markets. Also im Dow bin ich gerade da in einer Long-Position drin. Und im S&P gefällt mir eben dieses Ausbruchslevel hier jetzt sehr, sehr gut. Ne, wenn wir uns das anschauen auf dem Wochenchart, ja, dann sehen wir, das ist hier dieses Widerstandsniveau, an dem wir jetzt hängen. Ne, und wenn wir hier oben drüber schließen, auf Wochensicht ist es schon so, ja, wir haben auf Wochensicht jetzt hier schon einen Weekly Breakout über diesem Hoch, über diesem letzten, Moment, hier über diesem letzten Hoch. Ja, haben wir jetzt hier ganz knapp den Weekly Breakout gesehen und das bringt mich zu der Annahme, dass wir in der nächsten Woche uns wahrscheinlich nach oben weiterentwickeln sollten. Wie gesagt, das Ziel, das hatte ich ja auch vor drei Wochen, vier Wochen schon angekündigt, das Ziel, was ich hier noch habe im S&P, ist erstmal die 4000er Marke. Dann wären wir auch an der oberen Begrenzung aus diesem Keil. Wir sehen aber, dass wir hier so mehr und mehr in ein Entscheidungslevel laufen. Ja, das heißt aber nicht, dass das Ganze jetzt fallen muss. Wenn man sich die Entwicklung des Dow Jones anguckt, der sah über Monate genauso aus und hat sich dann ja ziemlich deutlich hier nach oben weiterentwickelt, ist nach oben rausgegangen und pendelt jetzt eben oberhalb dieses ehemaligen Keils. Also auch das kann passieren. Ja, nur man muss halt wissen, in dem Moment, wo sich so ein langfristiger Keil entwickelt, wenn wir einen deutlichen Ausbruch sehen nach unten, und das wäre jetzt im S&P hier in Kombination mit dem Unterschreiten dieses Tiefs, dann sollte man drüber nachdenken, vielleicht dann doch etwas bearischer zu werden. Und dann hätten wir durchaus die Möglichkeit, ja, diesen Bereich hier um 3200 Punkte nochmal zu sehen. Das wäre nicht mal besonders schlimm. Ja. Auf dem Tageschart sehen wir das erste Support-Level, das liegt noch da drüber. Das ist dieses hier. Ja, das ist dieses Level der alten Hochs hier. Ne, der liegt so bei knapp unter 3600. Das sehen wir hier an der Stelle. Und was jetzt für mich kurzfristig noch ganz wichtig ist, deswegen habe ich es auch nochmal separat hier aufgeführt, ist ja dieses extrem starke Volumen, was wir am Freitag gesehen haben. Ne, eine ganz deutliche bullische Kerze. Wir hatten hier ja einen bullischen Hammer. Ganz hervorragendes Long-Setup und das sah eben im Dow Jones genauso aus. Deswegen habe ich im Dow den Ausbruch getradet, weil der insgesamt doch etwas stärker war die letzten Tage. Aber im Prinzip haben wir nichts anderes gesehen als hier nochmal ein Test des 50er gleitenden Durchschnitts. Bullischer Hammer, der sich hier entwickelt hat und am Freitag eine wirklich mustergültige Fortsetzung mit extrem hohem Volumen. Viel bullischer kann ein kurzfristiges Signal gar nicht mehr aussehen. Ja. Und ja, dementsprechend Short-Term weiter aufwärts. Long-Term, da werde ich nächste Woche mal eine schöne Grafik zu zeigen. Long-Term sieht es im Prinzip auch so aus, als wenn wir vor kurzem gerade erst einen neuen Aufwärtsschub gestartet hätten. Ja, wie gesagt, ich werde das in der nächsten Woche mal in den Newsletter reinpacken mit einer entsprechenden Grafik. Und da wird man sehen, die Historie zeigt, dass die Situation, die wir jetzt vorfinden am Zinsmarkt,
ein ganz typischer Start eines längerfristigen Bullenmarktes sein könnte. Ja, und das würde bedeuten, dass wir hier noch wirklich deutlich Upside in den Märkten haben und hier erstmal weiter die Long-Seite spielen sollten. Ja. Okay, Dollar-Index habe ich ja schon einiges zugesagt heute. Guck mal noch kurz auf die Chart-Situation. Das, was hier am ehesten auffällt, ist erstmal ja, auf dem Wochenchart ein Görsch-Trend, der hier quasi bei 0 liegt. Wir sind bei minus 0,1, der ist also quasi bei 0. Wir brauchen noch eine grüne Woche im Kursverlauf und dann sind wir hier oberhalb der Nulllinie. Dann hat also hier auch ganz klar der Trendwechsel stattgefunden. Im Daily Chart hat dieser Trendwechsel schon stattgefunden nach dem hier. Ja, was ist das? Das ist das Gleiche, wie wir gerade gesehen haben im Dow oder im S&P. Ein bullischer Hammer. Ja, wir haben ein Tief ausgebildet, ein dynamisches mit einem langen Docht, schließen relativ stark in der oberen Hälfte der Kerze, kleiner Kerzenkörper, das ist ein bullischer Hammer. Hier ist das Ausbruchslevel und wir sehen, wie sich der Kurs seitdem entwickelt hat. Ja, dann hatten wir hier nochmal eine Bull Flag hier drin, ja, die sich auch schön entwickelt hat. Ausbruch, Fortsetzung des Trends, ganz wichtig. Wir sind jetzt hier im Tageschart über den 200er gleitenden Durchschnitt wieder ausgebrochen, haben den jetzt am Freitag nochmal getestet. Sollte Montag, Dienstag weiter stark sein, dann gehe ich in der nächsten Woche auch von stark weiter steigenden Kursen aus. Es könnte aber auch sein, dass wir vorher nochmal ein Retracement sehen auf diesen Bereich hier oder im Extremfall sogar hier so auf den Bereich um 92. 92 war ja immer so ein bisschen unser Entscheidungslevel, wo wir gesagt haben, wir sehen ein erstes Retracement hier in den Bereich 92 auf dem Wochenchart und erwarten dann erstmal eine Korrektur. Genau das ist hier auch passiert. Genau das haben wir hier gesehen. 92er Bereich angelaufen und eine Korrektur. Und das Erste, was dann hier quasi schon wirklich bullisch war, war, dass diese Korrektur hier im Bereich 91,30, ich markiere es hier nochmal, im Bereich 91,30 zweimal hintereinander starken Support gefunden hat und dann mit diesem Break hier nach oben war eigentlich klar, was als nächstes passieren sollte, nämlich der Ausbruch über dieses letzte Hoch und die Trendfortsetzung. Ja, wie gesagt, im Devisen 100 ein schöner Artikel über das langfristige fundamentale Bild jetzt für den Dollar-Index. Konsens ist eher weiter steigender Dollar. Zielbereiche sind recht schnell gefunden. Die sind im Wochenchart ja erstmal hier so bei 94,60 und im nächsten Schritt dann hier oben in diesem Bereich. Ja, das sind also die beiden Zielbereiche. Na, der eine kommt von hier um 94,50, 94,60. Der zweite, der liegt hier um 97 Punkten im Dollar-Index. Ja. Auch von der Trendgestaltung her, wenn wir uns das anschauen, diese Trendlinie, die wir hier vorgefunden haben, klarer Abwärtstrend, na, die ist hier das erste Mal gebrochen worden, hat dann 3-4 Wochen immer wieder diesen Bereich von oben getestet und dann im Prinzip auf dem Wochenchart, ja, der Ausbruch hier aus dieser kleinen Flag, na, das hier war das aggressivste Kaufsignal in diesem Bereich. Ja. Okay, also Dollar-Index meiner Meinung nach eher weiter stark für die nächste Zeit. Gut, gucken wir auf die Trading-Chancen, was sich hier entwickelt, Trading-Chancen der Woche. Hatte ich vorhin schon gesagt, Heizöl sieht vom Kursverlauf her sehr ähnlich aus wie Crude Oil. Ich gehe nochmal kurz auf den Crude. Ja, hier der Tageschart. Ja, dieser Chart. Wir kommen also hier in einer mehrwelligen Bewegung nach unten und sind jetzt dabei, hier so einen Wimpel ausgebildet zu haben. Im Heizöl sieht das Ganze ganz ähnlich aus. Ja, wir kommen hier von oben, wir sind in eine Abwärtssequenz gelaufen. Das hier ist die Abwärtssequenz und jetzt im Moment
Ja, befinden wir uns hier, ja, es ist fast mehr eine Range als ein Wimpel, aber es ist von der Sache her ganz ähnlich. Ja, wir laufen so ein bisschen spitz zusammen und hatten jetzt hier am Mittwoch ein Kaufsetup. Was daran nicht so schön ist, ist, dass der Kurs noch unter dem 16er EMA ist. Das ist für mich auch immer so ein bisschen ein Entscheidungskriterium, ob ich einen Markt eher long oder eher short sein will. Und entsprechend ist das dann hier ein Setup, was für mich interessant wird, wenn wir über dieses letzte Hoch hier gehen und dann eben auch über den 16er EMA hinweg sind. Dann wäre das durchaus ein Setup, was ich hier vielleicht sogar umsetzen würde. Ja, Matthias, naja, so ganz 1:1 korreliert es nicht. Ich könnte jetzt über einen Arjuna Trader meine Korrelationsmatrix reinholen. Das brauchen wir aber eigentlich gar nicht. Ich zeige es vielleicht einfach mal kurz an den saisonalen Verläufen. Kriege ich jetzt hier gar nicht rein. Ja, also die sind schon sehr ähnlich, aber eben nicht hundertprozentig gleich. Ja, und ich schaue immer auf das gesamte Bild, ich schaue auf die gesamte Bullishness, die gesamte Bearishness und schaue, was mir da an Grundsetup besser gefällt. Und ich will hier einfach nur mal kurz in die ja, hier in den Commercial Index rein. Commercial Index über die letzten 6 Monate. Und der ist im Crude Oil hier noch recht stark abwärts gerichtet. Ja, also im Crude Oil sind wir gerade dabei, aus diesem Extrembereich hier nach oben durchzubrechen. Ja, und das ist eben so, wie wir das hier gesehen haben oder wie wir es hier gesehen haben oder auch hier dann eben mit etwas zeitlicher Verzögerung. Ich zeige das mal. Oh. Also ich zeige das mal kurz. Ja, das ist einmal hier und hier. Das waren die letzten beiden großen Bereiche. Und da haben wir eben dann doch noch mal deutlich fallende Kurse gesehen. Das hier ist eine Ausnahmesituation. Den letzten Part hier, den würde ich in der Analyse nicht mit berücksichtigen. Das war einfach ein externer Stressor durch Covid. Ja, aber am Ende sieht das jetzt so aus. Na, wir kommen jetzt von hier gerade wieder aus diesem Bereich raus und könnten jetzt auch erwarten, dass das weiter abwärts läuft. Wenn wir uns jetzt aber Heating Oil anschauen. Ja. Dann sehen wir, dass wir hier aus diesem Negativbereich schon deutlich rausgekommen sind und jetzt hier schon wieder bei 40% stehen. Also es könnte sein, dass ein größerer Teil der Abwärtsbewegung hier im Heating Oil schon gelaufen ist. Und deswegen habe ich mich diesmal dafür entschieden, hier den Trade, wenn überhaupt, im Heating Oil umzusetzen. Ja. Ja, aber ansonsten ist es halt so, klar, ich gehe auch davon aus, wenn Öl sehr stark fällt, dann wird Heizöl auch nicht steigen können. Ne? Aber es ist halt doch nochmal, sind ein paar andere Faktoren, die da noch mit reinspielen. Es sind auch saisonal ein paar andere Faktoren, die mit reinspielen. Und mir gefällt vom Grundsetup, wenn man in die Long-Richtung gehen möchte, das im Heizöl momentan einfach ein bisschen besser. Bis wohin könnte das Ganze laufen? Relativ schnell gefunden. Ja, das ist hier dieser Bereich, der ist klarer Widerstandsbereich. Hier dürfte es also das erste Mal ein bisschen holprig werden und das Fernziel, wenn überhaupt, ja, liegt dann halt nochmal hier im Test dieser letzten Hoch, so um 1,98, 1,99. Das wäre wirklich das höchste der Gefühle, was ich dem Trade hier zutrauen würde, aber ja, Teilgewinne würden sich auf jeden Fall hier schon anbieten im Bereich um 1,90. Okay. Ja, hier sehen wir es ja auch. Ja, 1,90, ganz klares Widerstandslevel. Na, und es bietet sich einfach an. Man kann im Heating Oil auch einen Mini-Kontrakt handeln, wenn man sowas macht und dann eben einen Teil der Position hier schon mitnimmt und dann den Trade zumindest plus minus null insgesamt dann auch schon absichern kann. Das mache ich eigentlich immer ganz gerne. Okay, im Wheat, Weizen Future.
hat sich auf dem Tageschart ein Kaufsignal entwickelt. Entschuldigung. Wer im Seminar war, der weiß, dass Weizen ein Markt ist, den ich ganz gerne auf dem Tageschart trade und gar nicht so sehr auf dem Wochenchart. Und dass ich hier auch meistens mit relativ kleinen Kurszielen arbeite. Das heißt, ja, für dieses Setup, hier, ja, das stimmt natürlich, ne? Besonders liquide ist der nicht, der Mini Heating Oil. Ja. Sowas muss man halt immer mit berücksichtigen. Aber ansonsten kann man sowas inzwischen auch als CFD traden. Ja, das geht auch. Also wem das zu groß ist, da zwei Future-Kontrakte zu handeln und wem der Mini-Kontrakt nicht liquide genug ist, da muss man natürlich mit entsprechender Slippage dann rechnen. Der kann da auch auf ein CFD umsteigen. Also, ja, wenn ich hier so eine rote Signalkerze kriege, dann ist normalerweise mein Zielbereich auch nicht viel größer als das, was die Kerze hergibt. Ich schaue dann immer noch mal ganz gerne aufs Chartbild. Und wenn ich sehe, ich habe hier unten nochmal einen guten Support-Bereich hier in diesem Bereich, dann versuche ich vielleicht da noch ein bisschen mehr rauszuholen und in diesen Bereich hier zu gehen. Und genauso ist es jetzt eben auch. Die Signalkerze ist relativ klein. Ja, und das bedeutet auf der anderen Seite, dass eben auch der Zielbereich hier dann relativ klein ist. Der liegt dann so um 630 Cent, also 6,30 Dollar hier im Weizen pro Buschel. Das wäre so der erste Bereich, ja, wenn wir auf die Widerstände gucken, ja, so ein größerer Widerstandsbereich, der findet sich dann hier um 6,40. Das wäre also auch nochmal eine Möglichkeit, da vielleicht noch ein bisschen zu pokern für diesen 6,40er Bereich. Aber viel mehr würde ich dem Ding hier auch nicht zutrauen. Ja, wir sind in einem ziemlich stabilen Abwärtstrend. Na, wenn wir uns hier mal die Trendentwicklung anschauen, das ist ein ziemlich stabiler Abwärtstrend, der in einer sauberen Range läuft. Und dann sehen wir auch einfach nochmal den oberen Bereich testen innerhalb der nächsten ein, zwei Handelstage. Dann sind wir ja bei diesem 630er Bereich. Ja, und das ist also, ja, muss man sehen, wir sind hier ganz klar aggressiv unterwegs. Na, und das Ganze ist eben dann auch hinfällig, falls der Kurs vorher hier unten drunter gehen sollte, ja, dann ist das Ganze erstmal hinfällig. Da würde ich dann auf das nächste Signal warten, was dann normalerweise auch kommt, falls die COT-Positionierung bestehen bleibt. Dann kommt über den Preisindikator automatisch dann auch nochmal ein zweites Kaufsignal in den meisten Fällen. Ja. Okay. Aktie der Woche haben wir natürlich auch wieder, das ist dieses Mal Five Below. Ich war zur Wochenmitte schon fast dabei, auch gerne mal nach Short-Setups zu gucken, habe aber effektiv noch keins aufgebaut. Ja, der Grund dafür, der ist schnell gefunden, nämlich, ich zeige es mal kurz hier, ja, diese Bewegung, die wir hier gesehen haben zur Wochenmitte und zum Donnerstag, wo der Kurs dann hier auch zeitweise eben das neue Tief gemacht hat und unterm 50er gleitenden Durchschnitt hier gewesen ist, das war der Moment für mich, mal vielleicht verstärkt nach Short Setups zu schauen. Ja, weil es ist natürlich immer auffällig, wenn wir wie hier schon mal so eine erste kleine Sequenz gekriegt haben. Ja, das ist eine erste kleine Abwärtssequenz. Und dann kommen wir im nächsten Versuch nur noch ganz knapp über dieses Level, machen nicht mehr wirklich ein dynamisches neues Hoch, sondern versuchen 3 Tage darüber zu kommen und 3 Tage lang wird abverkauft und dann haben wir am Ende hier auch noch eine ziemlich starke Abverkaufskerze und das Ganze entwickelt sich dann in eine Abwärtssequenz, dann sind das die ersten Momente hier, wo man nach Short Setups gucken kann, aber dafür brauchen wir dann natürlich auch eine Fortsetzung hier am nächsten Tag. Ja, das ist nicht passiert. Wir haben ja gesehen, ja, Donnerstag bullischer Hammer, Freitag brutal gute Anschlusskerze unter extremem Volumen und deswegen ist alles, was an Short Setup vielleicht überlegt worden ist, erstmal wieder vom Tisch und wir suchen wieder weiter nach möglichen Long-Szenarien und da bietet sich meiner Meinung nach unter anderem im Moment hier Five Below an, finde ich ganz schön, ganz interessant, weil auch alles, was hier an Abwärtssequenzen in den Indizes mal kurzfristig zu sehen war, das hat sich hier kaum ausgewirkt. Ja, wir sind im Prinzip hier immer wieder
im Bereich, ja, 50er gleitender Durchschnitt hängen geblieben, haben hier immer wieder die Käufe gesehen, die reingekommen sind. Und hier haben wir ein schönes Dreieck, ja, ein schönes steigendes Dreieck mit einer ziemlich sauberen Begrenzung oben, so knapp unter 200 Dollar. Und die letzten zwei Tage, die ja auch am Gesamtmarkt sehr stark waren, die waren jetzt hier auch recht stark. Und wir sehen hier den ersten Wochenbreakout, ja, über dieser, ja, ich nenne es jetzt mal Seitwärtsrange oder über diesem Dreieck haben wir jetzt am Freitag den ersten Wochenbreakout gesehen. Das spricht für weitere Stärke und spricht dafür, dass wir eine Bewegung sehen sollten, ja, die sich vielleicht so hier weiter fortsetzt. Ich habe einen Zielbereich hier von 230 Dollar, das finde ich alles ganz interessant und hier liege ich also auf der Lauer, eventuell auch eine Position aufzubauen. Ja, da habe ich noch keine, aber ich denke drüber nach, hier eine Position zu nehmen. Ja, Matthias, du hast natürlich recht, ja, mit der Suezkanalblockade, da steht ja dieser Riesentanker quer und der wird wahrscheinlich auch die nächsten Tage, eventuell sogar die nächsten Wochen noch quer stehen. Das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt für einen fallenden Ölpreis spricht. Das ist aber eine sehr kurzfristige Geschichte. Es sind die ersten Reedereien schon dabei zu überlegen, den Umweg über Afrika zu nehmen. Das ist eine 10-Tage-Verzögerung. Und das ist halt klar, dass das die Lieferkette nicht dauerhaft beeinträchtigen wird im Öl. Und wir sind im Moment auch gerade im Öl in einer Situation, wo die Nachfrage mal wieder das Angebot nicht übersteigt. Ja, wir haben also volle Lager, relativ volle Lager. Und von daher wirkt sich das meiner Meinung nach im Moment vielleicht nicht allzu negativ aus. Ja. Oder eben dann allzu positiv auf den Ölpreis. Ja, aber wir werden das sehen. Wir haben das Wimpel ja gesehen. Wir haben auch gesehen, dass wir am Freitag im oberen Bereich der Wimpel geschlossen haben. Sollte das nach unten durchbrochen werden, ja, sage ich jetzt mal trotz Kanalblockade, dann ist das, also viel bärischer kann das Signal dann auch fundamental gar nicht mehr sein, ja, dass die Preise trotzdem fallen. Sollte das nach oben durchbrochen werden, haben wir ja gerade gesehen, wir haben ein Setup im Heating Oil drin. Ja, das kann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ja, ihr könnt genauso gut auch sagen, okay, dann handle ich lieber ein Mini Crude, ja, weil ich da besser mit umgehen kann, weil die Liquidität größer ist. Oder weil vielleicht mein CFD-Broker noch einen Ölkontrakt anbietet, dann nehme ich halt Öl. Ja, am Ende ist es ja tatsächlich so, steigt Öl, steigt Heating Oil und umgekehrt. Und von daher kann man natürlich auch immer ein bisschen gucken, was passt denn besser so zur persönlichen Ausgangslage und zur persönlichen Situation und kann dann entscheiden, was man da traden möchte. Ja. Okay, aber das hier wäre im Prinzip für mich im Moment eine Aktie, die sehr, sehr interessant aussieht. Und deswegen wollte ich die hier einmal kurz vorstellen. Ja, wie immer, ja, die Wirtschaftsdaten der nächsten Woche über den Link hier direkt aus dem Kalender bei mir. Und damit sind wir dann im Prinzip für heute auch schon durch. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und nein, die Terminkurven schaue ich nicht an. Ja, die Terminkurven interessieren mich nicht so wirklich. Da habe ich über die ganzen Jahre, wo ich mir das mal angeschaut habe, keinen Edge gefunden. Und dementsprechend beachte ich normalerweise keine Terminkurven. Okay. Ja, das war's soweit. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Weise gerne nochmal darauf hin im Newsletter. Kommen noch zwei Anmeldemöglichkeiten. Zum einen natürlich für das Commitments of Traders Seminar. Das findet ihr auch bei mir auf der Website. Und zum anderen für ein zweitägiges, ich nenne es mal so ein bisschen ein Einsteigerseminar für Aktienhandel, trendfolgender Aktienhandel mit verschiedenen Filtertechniken, wie man Einzelaktien rausfiltern kann, die gerade attraktiv sind, die gerade interessante Trading Setups ausbilden und natürlich den Trendhandel insgesamt mal ein bisschen beleuchtet, unter die Lupe genommen und verschiedene Zeitebenen miteinander in Verbindung gesetzt. Da findet ihr weitere Informationen dann über den Link, der auch im Newsletter-Anschreiben drin ist, wenn euch das interessiert. Das ist dann etwas, was sich im Prinzip in fast allen Märkten umsetzen lässt.
Hochinteressant, haben wir Ende letzten Jahres zum ersten Mal gemacht, hat super Rückmeldungen gegeben und dementsprechend verfolgen wir dieses Thema jetzt da auch mit Hilfe von Finanzen 100 so ein bisschen weiter. Und da würde ich euch auch nochmal zu einladen, euch das ein bisschen genauer anzuschauen. Okay, ansonsten, wie gesagt, ein tolles Wochenende, erholt euch gut und dann gerne bis nächste Woche. Da findet am Donnerstag noch ein kostenloses Webinar statt, auch über Finanzen 100. Auch die Einladung findet ihr im Newsletter und das wäre dann auch das einzige Event in der nächsten Woche. Gut, dann wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.